Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch zu unserem Lobpreis-Gottesdienst heute. Ihr habt gemerkt, dass wir musikalisch ein bisschen anders drauf sind als sonst. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass im Moment unser Keyboard streikt. Da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Heute geht es mal wieder um Unzufriedenheit im Leben des Mose, vielmehr um Unzufriedenheit im Volk. Es gibt kein Fleisch und das Volk sehnt sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Unzufriedenheit ist eins der größten Hindernisse wohl unseres Daseins. Wer unzufrieden ist, dem fällt das Leben schwer, ja, das gesamte Sein. Aber Gott
möchte nicht, dass wir unzufrieden sind. Und er versucht, alles dafür zu tun, dass wir dies nicht sein müssen. Und in diesem Sinn wollen wir diesen Gottesdienst feiern und daraus lernen und hören. Wir wollen aber zunächst einmal das erste Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 655, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Wir beten mit Worten aus Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich habe des Herrn, meine Seele, harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffen Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus, wir kommen heute Morgen zu dir, ja, so wie wir sind. So haben wir eben gesungen. Wir wollen unser Knie vor dir beugen. Wir wollen bekennen, dass du der Herr bist. Aber angesichts vieler Dinge, die wir so hören und lesen, bleibt uns das Lob im Halse stecken. Herr, wir bitten dich, vergib uns das. Ja, vergib uns in Jesu Namen, dass wir uns immer wieder von dir entfernen. Ja, dass wir mit dem, was wir haben, unzufrieden sind. Mehr daran denken, was wir nicht haben. Herr, wir bitten dich, sende du deinen Geist in unser ganzes Sein, in unser ganzes Wesen, dass wir zu dir kommen und dich loben für alles, was du tust. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, wenn du Sünden anrechnen willst, wer von uns könnte bestehen? Aber bei dir ist die Gnade und viel Erlösung bei dir.
so wollen wir dir nun die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott in der Höhe. Lieber Herr Jesus Christus, du hast für uns die Schuld bezahlt. Du hast uns durch deinen Kreuzestod erlöst vom ewigen Tod. Herr, gib, dass wir dir dafür danken. Gib, dass wir begreifen, was du für uns tust und vor allem, was du für uns getan hast, indem du für uns in den Tod gegangen bist. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Lesung steht im 4. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 23. Das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viel entbehren müsse. Als der Herr das hörte, wurde er zornig und schickte ein Feuer, das vom Rand des Lagers her um sich griff. Da schrie das Volk zu Mose um Hilfe. Mose betete für sie zum Herrn und das Feuer erlosch. Seitdem nennt man jenen Ort Tabera, Brand, weil der Herr dort das Lager in Brand gesetzt hatte. Unter den bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich den Israeliten beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch aus. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen wieder an zu jammern. Wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Wie schön war es doch in Ägypten. Da konnten wir Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier gibt es Tag aus, Tag ein nichts als Manna. Das bleibt einem ja allmählich im Hals stecken. Manna hatte die Form von Koriandersamen und sah weißlich aus wie Bdelliumharz. Es fiel nachts mit dem Tau aufs Lager. Die Leute sammelten es, zerrieben es zwischen Mahlsteinen oder zerstießen es in Mörsern, kochten es im Topf oder backten Brotfladen daraus. Sie schmeckten wie Kuchen aus Weizenmehl und Olivenöl. Mose hörte die Leute klagen. Überall standen sie in Gruppen vor ihren Zelten. Er war verärgert, denn er wusste, dass sie damit den Zorn des Herrn erregten. Er sagte zum Herrn: Warum tust du mir, dein Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf dem Schoß nehme, wie die Amme den Säugling, und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen. Die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss.
Der Herr antwortete Mose: Versammle 70 angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben, und hole sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen und werde von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihn geben. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Zum Volk aber sollst du sagen: Macht euch bereit, morgen müsst ihr dem Herrn begegnen. Der Herr hat gehört, wie ihr vor ihm gejammert habt. Wer gibt uns Fleisch? In Ägypten hatten wir es so gut. Ihr sollt euer Fleisch bekommen. Der Herr wird euch geben, und das nicht nur einen Tag oder zwei, auch nicht 5, 10 oder 20 Tage lang. Nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals heraushängt und euch davon übel wird. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch nach Ägypten zurückgesehnt und so den Herrn verachtet habt, der mitten unter euch gegenwärtig ist. Mose aber sagte zum Herrn: Dieses Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer, und da sagst du, du willst dem gesamten Volk einen Monat lang Fleisch zu essen geben. Wo will man so viele Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst wenn man alle Fische im Meer fangen würde, wäre es noch nicht genug. Der Herr antwortete: Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Du wirst jetzt gleich sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht. Halleluja! Die auf den Herrn harren, werden nicht enttäuscht werden, weil er da ist und für sie sorgt. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja! Das nächste Lied. Das ist die Nummer 600, Meine engen Grenzen. Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dir.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen weiter im 4. Buch Mose, Kapitel 11, die Verse 24 bis 35. Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was der Herr gesagt hatte. Er versammelte 70 Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels und stellte sie rings um das Zelt auf. Der Herr kam in der Wolke herab und redete Mose an. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihm den 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung, wie Propheten. Zwei Männer, die ebenfalls auf der Liste der 70 standen, Eldad und Medad, waren nicht zum heiligen Zelt gegangen, sondern im Lager geblieben. Aber auch über sie kam der Geist Gottes und sie wurden von ekstatischer Begeisterung ergriffen. Ein junger Mann lief zu Mose und erzählte ihm, was mit Eldad und Medad geschehen war. Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an Moses Diener war, mischte sich ein und sagte zu Mose: Lass das nicht zu. Aber Mose erwiderte: Hast du Angst um mein Ansehen? Ich wäre ja froh, wenn alle Israeliten Propheten wären, wenn doch der Herr seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben hätte. Mose und die 70 Ältesten gingen ins Lager zurück. Inzwischen hatte der Herr einen Sturm aufkommen lassen, der riesige Scharen von Wachteln vom Meer herantrieb. Er warf sie im Umkreis von einem Tagesmarsch rings um das Lager zur Erde. Die Tiere lagen fast einen Meter hoch. Den ganzen Rest des Tages, die folgende Nacht und noch den nächsten Tag war das Volk damit beschäftigt, Wachteln einzusammeln. Das Wenigste, was einer zusammenbrachte, waren 30 Zentner. Sie breiteten die Tiere zum Dörren rings um das Lager aus. Aber sie hatten kaum damit begonnen, von dem Fleisch zu essen, da traf sie der Zorn des Herrn und viele starben. Man nannte den Ort Kibrot Tava, Lustgräber, weil dort die Leute begraben wurden, die es nach Fleisch gelüstet hatte. Von Kibrot Tava zog das Volk weiter nach Hazeroth und schlug dort sein Lager auf. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, schon wieder Unzufriedenheit. Schon wieder jammern und klagen. Das kennen wir doch von vielen anderen Geschichten, die wir im Laufe der Zeit gehört haben. Hier verhält es sich allerdings ein wenig anders. Hier murren zunächst einmal diejenigen, die als Fremde mitgekommen sind und gar nicht dem Volk angehörten. Ihnen gelüstete es nach Fleisch. Nun muss ich zugeben, dass ich das gut verstehen kann, weil ich Zeit meines Lebens ein Fleischesser bin und sich, so wie es aussieht, daran auch nichts ändert. Fleisch gehört für mich zum Leben. Aber hier sieht es anders aus. Hier wird das
Fleisch ja quasi dazu missbraucht, um die Gefangenschaft und die Sklaverei in Ägypten schön zu reden. Wir hatten es doch gut in Ägypten. Es gab Fleisch, es gab Gurken, es gab dieses und jenes. Aber man übersah, dass man hier das höchste Gut des Menschen, nämlich die Freiheit, über seine Gelüste stellte. Und Mose ging wieder einmal zum Herrn und klagte ihm sein Leid. Warum tust du mir das an? Das Volk ist halsstarrig. Denn inzwischen hatte auch dieser Bacillus auf das Volk Israel übergegriffen und es beschwerte sich ebenfalls bei Mose über das mangelnde Fleisch und das immerwährende Manna. Und Mose klagte dem Herrn sein Leid. Die Last dessen, dass er alles allein tragen musste, wuchs ihm förmlich über den Kopf. Wir haben es schon häufiger gehört. Aber bei Gott bleibt keine Bitte ungehört. Gott bestimmt 70 Männer, die Mose helfen sollen. Er sagt, ich gebe ihnen von deinem Geist ab, dass sie in meinem Sinne dich unterstützen. Ja, hier konnte Mose delegieren durch Gottes Hilfe. Und das kennen wir in vielerlei Hinsicht, gerade im Vereinsleben. Ein Vorsitzender alleine kann die Arbeit nicht tun. In früheren Zeiten mag das gegangen sein, da eben viele auch die Zeit dazu hatten und nicht alle berufstätig waren. Aber gerade in der heutigen Zeit ist dies unmöglich. Eine Vereinsarbeit kann nicht funktionieren, wenn nicht ein Team an einem Strang zieht und die Geschicke des Vereines leitet. Delegieren ist heute das oberste Gebot in der Vereinsführung. Und Mose bekommt diese Hilfe von Gott zugeteilt. Und Gott gibt den Israeliten Fleisch. Er gibt ihnen Fleisch im Überfluss. Denn Gott kann nicht umhin, dem Volk Israel zu zeigen, dass er es nie und nimmer im Stich lässt. Gott tut hier etwas, das man ja erstmal schwierig verstehen kann. Er gibt Fleisch und sagt gleichzeitig, bekommt so viel, dass es euch davon übel wird. Gott lässt keinen Menschen im Stich. Und Gott zeigt uns, was wir zum Leben brauchen. Wir machen uns
mehr Gedanken darum, was wir haben und jammern darum, was wir nicht haben. Das geht in der Schule und im Kindergarten schon los. Der eine ärgert sich darüber, dass er eben keine Markenklamotten hat. Der andere ist neidisch darum, dass der andere bessere Noten schreibt. Und so könnte man das Ganze beliebig fortführen. Wir als Menschen beschweren uns immer darüber, was wir nicht haben und vergessen darüber nachzudenken, was wir haben. Wir wachen morgens auf, atmen die Luft zum Leben ein, sehen die Natur um uns herum, die Gott immer wieder neu zum Leben erweckt und könnten doch eigentlich damit zufrieden sein. Aber die Unzufriedenheit liegt in der Natur des Menschen. Den Menschen zufrieden zu stellen, ist eine schier unlösbare Aufgabe. Wir sollten zunächst einmal darüber nachdenken, wie wir mit unserem Leben umgehen. Sind wir wirklich so beklagenswert, wie wir das immer tun? Und aus welchen Gründen heraus beklagen wir uns? Hat das wirklich nur damit zu tun, dass wir unzufrieden darüber sind, was wir nicht haben? Oder hängt es vielmehr damit zusammen, dass wir nicht ermessen können, was Gott uns täglich zum Leben gibt? Es ist eine schwierige Sache, Menschen zufriedenzustellen. Und das zeigt sich eben auch im Volk Israel. Es stellt das höchste Gut, was ein Mensch hat, nämlich die Freiheit unter seine Gelüste. Die Besitzansprüche, die wir haben, lassen uns oft blind werden für das, was um uns herum geschieht. Lassen uns blind werden dafür, dass es Mitmenschen gibt, denen es schlechter geht als uns. Machen uns oft blind dafür, dass wir mit uns selbst ins Reine kommen können. Gott ist für uns da und Gott war und ist auch für das Volk Israel da. Das Volk Israel beklagt sich ständig über irgendetwas, ohne darüber nachzudenken, dass es die ganze Zeit in der Wüste überlebt hat. Wir beklagen uns, obwohl wir morgens gesund aufwachen, zumindest die meisten von uns. Die meisten von uns sind vor Corona verschont geblieben. Aber wir beklagen uns trotzdem. Wenn ich mir die Paralympics, die im Moment
in Tokio laufen, anschaue, komme ich nicht umhin, die Menschen, die dort ihr Bestes geben in den Wettkämpfen, zu bewundern. Ob es die Handradfahrer sind oder die Rollstuhlbasketballer. Keiner von ihnen beklagt sich über irgendetwas. Sie alle sind froh, wenn sie etwas erreichen oder auch nur dabei sind. Viele von ihnen danken sicherlich auch Gott dafür, dass sie leben. Und ich finde, da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen. Unsere Gesellschaft sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Wir leben in einem freien Land. Wir können sagen, was wir denken. Denn auch viele meinen, dass das nicht so wäre. Aber die Unantastbarkeit der Person und die Meinungsfreiheit ist nach wie vor in unserem Grundgesetz verankert. Nicht viele überspannen diese, aber sie gilt für alle. Und wir können uns darauf berufen. Wenn wir über etwas klagen, was wir nicht haben, dann sollten wir uns darüber klar sein, dass wir eines der höchsten Güter immer noch in Fülle besitzen. Nämlich die Freiheit. Die Freiheit zu leben, zu atmen, zu denken und zu tun. Wer die Freiheit in Frage stellt, aufgrund irgendwelcher Unzufriedenheiten oder Meinungsverschiedenheiten, der lebt nicht ungefährlich. Denn wer Dinge in Frage stellt, die eigentlich über alles geht, was wir haben oder besitzen, ich rede hier von der Freiheit der Person, die in unserem Grundgesetz garantiert ist, verleugnet im Grunde sich selbst. Und Gott tut hier etwas, was zunächst gar nicht so richtig erfassbar ist. Er verschafft den Menschen Fleisch und statuiert gleichzeitig ein Exempel, indem er nämlich sagt, ihr sollt so viel Fleisch bekommen, dass es euch davon übel wird. Er will damit zeigen, dass es eben nicht nur auf das ankommt, was wir nicht haben, sondern dass das Volk Israel und auch wir viel mehr darüber nachdenken sollten, was Gott uns Tag für Tag schenkt. Und das größte Geschenk, das Gott uns je gemacht hat, ist doch wohl, dass er seinen Sohn für uns dahingab, damit wir durch seinen Tod leben können und überhaupt wieder eine Beziehung zum himmlischen Vater haben dürfen. Wir dürfen zum Vater sprechen durch Jesus Christus, ohne davor Angst haben zu müssen, weil wir Gottes Größe nicht erfassen können. Jesus ist Mensch geworden, damit wir mit Gott versöhnt sind und mit ihm sprechen können. Damit wir ihm, ja, klagen können, aber eben auch loben können für das, was er uns gibt. Gewiss, Unzufriedenheit wird es geben, solange diese Welt
besteht. Aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen sind. Aber wenn wir uns darüber klar werden, was Gott tagtäglich für uns tut, indem er uns Luft zum Atmen gibt, indem er uns das Nötige zum Leben gibt, unser täglich Brot, wie es im Vaterunser heißt, und dass er uns unsere Schuld vergibt, ja, die wir von uns aus überhaupt nicht vergeben können, ja, das ist ein Geschenk, das sicherlich höher zu schätzen ist als alles andere. Und somit sind die Geschichten, die wir aus dem Alten Testament hören, keineswegs nur Erzählungen, sondern Wegweisung für unser Leben. Wenn wir von der Unzufriedenheit des Volkes Israel hören und wie Gott doch weiterhin für sie sorgt, dann kann uns das doch nur als Beispiel dienen. Es könnte uns als Beispiel dienen für den Frieden in der Welt. Wenn wir Gottes Frieden suchen, wären alle Kriege überflüssig. Wenn wir Gottes Liebe suchen, wären alle Konflikte in Familien, Schulen, Gemeinden, Arbeitsplätzen hinfällig. Wenn wir Gottes Gnade suchen und ernst nehmen, dann müssten wir nicht von morgens bis abends darüber nachdenken, wie schlecht es uns eigentlich geht. Denn wer aus der Gnade Gottes lebt, dem geht es gut. Egal, was ihn trifft. Und wer Jesus in sein Leben aufnimmt, der kann nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes, weil er die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit und vor allen Dingen den Frieden Gottes spürt. Und dieser Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir aus den Geschichten des Alten Testaments lernen können. Wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist, damit wir leben dürfen. Wir danken dir, dass unser himmlischer Vater durch dich für uns greifbar und erfahrbar geworden ist und wir mit ihm versöhnt sein dürfen. Mach uns nun frei von allem, was uns von dir trennt, damit wir dir die Ehre geben können. Amen. Ich liebe dich, Herr. Ein König, ja.
hast, ja, dass du uns mit deinem Geist erfüllen willst, dass du uns auf deinen Wegen mitnehmen willst. Wir bitten dich, lass uns das immer wieder neu erkennen. Führe uns und zeig uns deinen Weg. Amen. Herr, im Glanz deiner Majestät. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist Folgendes bekannt zu geben. Wir laden herzlich ein zum nächsten Gottesdienst für den kommenden Sonntag. Da sind wir schon am 14. Sonntag nach Trinitatis. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass ihr uns gerne Gebetsanliegen oder Erlebnisse mit Jesus schicken könnt. Und wenn ihr möchtet, können wir das dann gerne mit den Gottesdienst aufnehmen. Danke, dass ihr mit uns feiert, die Gottesdienste weitergebt und ja, dass wir im Herrn eins sein dürfen, trotz der Entfernung. Wir denken auch heute wieder an die Opfer der Flutkatastrophe und werden wieder das Spendenkonto am Ende des Gottesdienstes einblenden. Und auch eure Gemeinden freuen sich über Kollekten. Diese können in den Präsenzgottesdiensten, die ja jetzt Gott sei Dank wieder stattfinden, gegeben werden.
oder auch auf den Gemeindeämtern könnt ihr erfahren, für was gespendet werden kann und auch unter den bekannten Adressen. Gott segne Geber und Gaben. Und wir halten nun miteinander Fürbitte. Lieber Vater durch Jesus Christus, du hast das Volk Israel nie im Stich gelassen, so sehr es sich auch beklagte. Du hast dem Mose immer wieder Menschen gegeben, die ihm bei seiner schweren Aufgabe geholfen haben. Ja, wir bitten dich, gib uns auch diese Möglichkeit. Gib uns Menschen, die uns zur Seite stehen, wenn wir nicht weiter wissen. Und gib auch, dass wir anderen Menschen zur Seite stehen, die Hilfe brauchen. Lass uns ja miteinander geben und nehmen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ja, Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinschaften, für unsere Familien, für unsere Kindergärten und Schulen, für unsere Arbeitsplätze. Lass es Gemeinschaften sein und werden, für die es sich lohnt zu arbeiten. Gib unseren Familien den nötigen Halt. Gib den Kindergärten und Schulen deinen Geist, alle denen, die dort arbeiten, Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen, ja, dass sie die schwere Aufgabe bewältigen können, unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten. Ja, lass die Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Früchte tragen. Lass Arbeitgeber gütig sein mit ihren Mitarbeitern und gib den Arbeitnehmern die Weitsicht, dass manche Dinge geschehen müssen, und gib unseren Betrieben Menschen, die miteinander reden, um das Beste daraus zu machen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ja, wir bitten dich für die Opfer der Flutkatastrophe. Es sind, wie wir heute erfahren haben, immer weniger Helfer am Ort. Ja, sende du helfende Hände. Sie werden gebraucht, immer noch und noch lange Zeit. Gib den Menschen, die liebe Menschen verloren haben, die ihr Hab und Gut verloren haben, wieder neuen Lebensmut, dass sie mit anpacken können, ihre Heimat wieder aufzubauen. Gib den Verantwortlichen Ideen, wie das geschehen kann. Sende deinen Geist auf diese ganze Situation. Ja, wir bitten dich auch für den Frieden in der Welt, vor allem jetzt für Afghanistan und die Führenden in Afghanistan. Wir bitten dich, lass sie dich erkennen und dadurch spüren, dass sie so nicht weitermachen können, indem sie Menschen unterdrücken, sie nicht ausreisen lassen, Frauen und Mädchen die Zukunft nehmen durch ihre einseitige Herrschaft. Ja, gib, dass sie erkennen, dass sie hier einen großen Fehler machen. Gib denen, die helfen wollen, dass Menschen ausreisen können, die nötige Stärke. Aber wir bitten dich vor allem darum, dass du deinen Geist in diese ganze Region sendest, damit es möglich wird, dass die Menschen auch in ihrer Heimat wieder friedlich leben können. Herr, wir haben so vieles auf dem Herzen. Was wir nicht laut aussprechen können, bringen wir nun in der Stille vor dich.
Wir bringen auch die Menschen vor dich, um die wir uns persönlich sorgen. Alles, was wir sonst noch auf dem Herzen haben, geben wir dir in dem Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu zu deinen Kindern machst, damit wir dieses Gebet voll Vertrauen beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Schlusslied. Das ist die Nummer 347. Ach, bleib mit deiner Gnade, die Strophen 1 bis 4. Ja, ihr Lieben, es war schön, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir sind immer wieder froh darum, dass wir wissen, dass wir miteinander in Jesus Christus eins sind. Wir bitten euch, passt auf euch auf, bleibt geduldig und werdet gesund und bleibt es. So, geht hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, 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 Amen. Als Nachspiel hören wir jetzt: Segne uns, o Herr.